Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Schwarz 2. Jo, wir sind jetzt hinter Strata City auf Route 4 und haben im letzten Part gegen so einen Typen, Chromas, gekämpft, der das ganze Potenzial der Pokémon ausschöpfen möchte. Und ja, irgendwie ist der mir ein bisschen suspekt. Okay, ein Pokémon kommt ja, okay. Ein wildes Pokémon. Was ist das für ein Vieh? Lampion, okay. Da flüchten wir jetzt so. Wir sind hier jetzt erstmal nach links abgebogen. Aber ich möchte mal kurz auf die Karte schauen. Weil ich möchte mal so ein bisschen wissen, wie wir vom Ort her jetzt sind. Was so als nächstes kommt. Okay, als nächstes kommt die Einklangspassage. Ach, da sind wir. Moment mal, ich muss mal kurz was schauen. Geil! Wir werden in nächster Zeit, in den nächsten Parts, zwei Pokémon fangen. Für unser Team. Ein Pokémon in der Einklangspassage. Genau. Und das andere Pokémon ist entweder auf Route 16 oder auf Route 5 anzutreffen. Also, damit ihr einen kleinen Überblick habt. Als erstes hier in der Einklangspassage. Cool. Alter, das finde ich nice, weil ich damit gerechnet habe, dass wir erstmal nur mit einem Pokémon weiter agieren werden. So, die überspringt man, weil ich kurz zum Item hin möchte. Zauberwasser ist stärkt, glaube ich, Wasserattacken, kann das sein? Nein, falsch. Also, wir waren doch, glaube ich, schon. Ne, wir waren nicht richtig. Da. Ja, genau. Gut zu wissen. So, ihr seid bestimmt Angler, genau. Boah, jetzt eine Angel wäre eigentlich auch nicht schlecht. Weil ich habe so ein bisschen Angst, dass ein Pokémon, welches wir fangen wollen, per Angel gefangen wird. Wäre dann nämlich ein bisschen suboptimal. Wenn wir dann sehen. Ah, die Eingangspassage, gibt es da ein hohes Gras oder so? Weiß ich nicht. Hätte eigentlich auch Mega sogar einsetzen können, aber ja, ist ja egal. Barschuft, noch ein Wasser-Pokémon. Da ist eigentlich Jonas so gut wie gerufen, kommt er hier. Oh, Mega sauber. Macht das viel Schaden? Ui, da bleibt ein bisschen was übrig. Aber hat halt hundertprozentig Genauigkeit. Was halt wiederum auch wieder gut ist. Ah, Wasser, diese mit der Attacke greift man, glaube ich, immer als erstes an. Gib mir deine KP. Und dann sind wir uns auch einig. Und zwar nur ein paar weniger. Um genau zu sein. Zwei kriegen wir. Aber ordentlich EP. Sehr schön. Ja, die Gegner sind hier noch kein Problem. Weil wir hier schon längst hätte hingehen können. Aber es ist mir jetzt auch egal. So, Angler Marlon. Barschuft Nummer 1. Ja, komm. Diesmal setze ich Grasmixer ein, weil ich möchte, dass es gleich besiegt ist. Die paar KP, auf die verzichte ich. Ah ja, setzt gleich wieder Wasserdüse ein. Was bringt ihm das? Sehr schön. Fast Level up. So, dann sind wir in diesem Bereich hier fertig. Hier oben gibt es noch was? Nee. Oben noch? Generell noch irgendwas? Nee. Dann geht's hier zurück. Dann gehen wir hier lang. Moment mal, kann man. Ach, man kann hier in die Häuser rein. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich möchte gerne mein Lil Minip gegen dein Wurmball tauschen. Ich habe kein Wurmball. Außerdem würde ich dann auch nicht tauschen wollen, denke ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hätten wir hier sehen können, wie man tauscht. Dann Stürme können einen übel zusetzen. Aber es scheint, dass Pokémon vom Typ Gestein und Stahl im Sandsturm keinen Schaden nehmen. Ja, stimmt. Jetzt kriegt auch René keinen Schaden mehr im Sandsturm. Was auch zum Vorteil ist. Wenn ich mich einsam fühle, muss ich nur in die großen, runden Augen meines Pokémon schauen. Und die Traurigkeit verfliegt. Jo, hier noch ein Item. Wir werden gleich erstmal nochmal zurückgehen
halt schauen, in welche Häuser wir noch reingehen können. Weil ich habe das jetzt gar nicht realisiert. Hier zum Beispiel noch ein Haus. Ein Glück sind die nicht so groß wie die anderen Häuser. Shadow City. Also mir ist ja die Initiative bei einem Pokémon das Wichtigste in diesem Sinne. Ist ein Pokémon dabei, dessen Initiative höher oder gleich 97 ist? Schon okay. Ja, die will da wohl ein Pokémon sehen. Keine Ahnung, bei wem das ist. Werden wir mal später hingehen müssen, wenn unsere Pokémon so weit gelevelt sind, dass wir hier vielleicht auch was kriegen. Also mir ist ja der Angriff bei einem Pokémon das Wichtigste. Bei mir ist am wichtigsten, dass alles stimmt, so ein bisschen. Oder zumindest das, worauf die Attacken basieren. Halt, bringt mir nichts, wenn der Angriff hoch ist, aber wir nur Spezialattacken einsetzen halt. Bin dann eigentlich ja hergezogen, weil ich gehört habe, dass die Gegend noch weiter ausgebaut wird. Finde es toll hier. Stratos und Rione und City sind ja ganz in der Nähe. Das ist sehr praktisch. Wenn die Bauarbeiten nicht pünktlich beendet werden, hängen wir jetzt solche Typen herum. Bauarbeiten zu was? Vielleicht werden wir das auch noch herausfinden. So, hier waren zwei Häuser. Ah, hier unten. Ach, hä? Haben wir noch gar nicht gegen den Trainer gekämpft? Wo ist die neue? Hä? Oh, okay. Pokémon wieder. Hatte ein Vogel-Pokémon mehr eingesetzt. Oder ist das Flug irgendwas? Keine Ahnung. Wir setzen auf jeden Fall mal ein Grasmix ein. Mal sehen, ob das zu viel Schaden macht. Ja, sehr effektiv. Also wird das wahrscheinlich Bohnen oder so sein. Level 25. Meryl. Ja, weiter geht's. Hey! Nicht schön. Ach, Jonas, eigentlich könntest du ja auch mal ein paar KP holen. Megasauger. Ich weiß gar nicht, ob der Spezialangriff bei Jonas höher ist als der normale Angriff. Weil wenn der Spezialangriff höher ist, machen natürlich Spezialattacken mehr Sinn. Da schaue ich gleich mal nach. So, Jonas, Bericht. Nee, der normale Angriff ist höher. Weil der an normale Angriff auch gepusht wird. Daher sind natürlich dann dementsprechend physische Attacken klüger. So, hier war er. Okay, hier sonst war wirklich sonst heute nichts. Gut, ich dachte, ich muss jetzt so viele Häuser hier nachholen. Aber darauf hätte ich jetzt eher weniger Lust. Hier links ist noch ein Haus, da gehen wir rein. Wenn ich mit großen Pokémon unterwegs bin, sehe ich viel schlanker aus. Hallo und herzlich willkommen. Hier gibt es allerdings nichts zu sehen. Schade. Weißt du was? Donnerstag kommt immer ein Pokémon hergeflogen. Cool. Bist ja ein ganz schön aufmerksamer Trainer. Schau mal für dich. Citrobeere. Ja, die ist besser als Zinnebeeren, weil die eventuell mehr heilt. Das ist prozentualisch geregelt bei ihr, glaube ich. Wie viel Prozent das waren, kann ich leider nicht sagen. So, hier noch. Aber Häuser auf einer Route. Kenn ich bisher auch noch nicht. Hey, hör mir mal bitte an, wie ich Pokémon-Rufe imitiere. Okay, pass. Ich ahme jetzt einen Ruf eines deiner Pokémon nach. Welches habe ich nachgeahmt? Ja, was war es? Nagelotz. Ja, genau. Ein Pokéwedel. Weil mir dieser Ruf nicht so bekannt vorkam. Weil wir halt nicht mit Nagelotz zocken. Belger lungern immer nur herum. Es kann nicht angehen, dass sie nur Radau machen, um cool zu wirken. Ja, das stimmt. Oh, naja. Jetzt teilt sich hier der Weg. Einmal hier links, da ist auch ein Trainer. Polizist, um genau zu sein. Polizisten hatten wir auch in Sinnoh. Das war ganz unten links bei. Ich weiß nicht mal, wie die Stadt da hieß. Irgendwas mit W, irgendwas. Keine Ahnung. Ein Riolu. Noch nicht entwickelt? Okay. Wow. Nein! Das hätte ich wissen müssen. Scheiße. Och nee. Euer Ernst?
Alter, nee. Setzte eiskalt Konter ein. Nee. Das akzeptiere ich jetzt nicht. Scheiß Konter. Ja, überlebt wieder so ein bisschen. Ja, Leute, ich werde gleich mal zurück gerade müssen. Dass wir mal kurz Jonas heilen. Mann, ey. Und zwar das Pokémon-Center ist so weit weg. Ja, mit dem Fahrrad geht das eigentlich relativ schnell. So. Mal hier kurz runter. Hä? Gegen die haben wir ja schon gekämpft? Ist das ein Bug? Gegen die haben wir schon gekämpft? Ah, die setzt immer weit. Andere? Nee. Ach. Warum habe ich mich vorhin schon so gefragt? Die kämpft immer wieder. Ist das ein Feature? Ist das ein Bug? Jeder Bug ist ein Feature. Nein, Spaß. Hä? Mal sehen, ob ich dann nachher da vorbei kann. Zumal wir haben ja nicht mal das Areal verlassen. Nur ein paar Häuser sind wir gegangen. Was ich mich gerade sagen, what the fuck, noch ein neuer Trainer? Das ist mir vorhin schon so komisch rübergekommen. Ein Trainer, der immer kämpfen will. Hier die Gasse. Da wollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt lang, aber egal. Ich glaube, hier rechts ist dann das Pokémon Center. Genau. Oh Mann, ey. Ich hoffe, wir kommen noch in diesem Part zur Einklangspassage. Wenn ja, könnten wir ja vielleicht am Ende des Parts noch das Pokémon fangen. Ich weiß es nicht. Kommt drauf an, wie lang die Route ist. Mein Plan ist es schon. Aber letztendlich kann man halt auch nicht wissen, wann man dann da hinkommt. Zumal ich ja die Routen hier auch nicht kenne. So, jetzt aufpassen, ganz nach links. Hab keine Lust, gegen die nochmal zu kämpfen. Gut. Wir waren bei dem Haus hier hinter. So. Da gibt es hinten nochmal einen Pokéball. Und noch einen Trainer, okay. Bitte kein Riolo, was Konter einsetzt. Ein Terrybug. Das geht doch. Damit kann ich was anfangen. Level 22 so schon. Alter, das macht ganz schön wenig Schaden. Aber wisst ihr was, dann wechseln wir sogar zu René rüber. Weil auf so einen Kampf habe ich jetzt keinen Bock, wo man wirklich so ewig warten muss, bis das gegnerische Pokémon besiegt ist. Daher setze ich lieber eine Runde ein, wo ich kurz wechsle und dann hat sich die Sache. Los, René. Mach es fertig. Tschüss. Oh, fast Level 26. Mann. Wir haben aber jetzt auch immer ein Pech hier mit den Leveln. Immer knapp davor. Das ist hier nichts weiter. Kann man hier die Leiter hoch? Nee. Warum ist dann da eine Treppe? Oh, hier könnte es einen Doppelkampf geben, wenn wir das richtig machen. Aber könnte nur. Wird aber nicht. Nee, schade. Was ist hier so abgelegen? Was gibt's denn hier? Muss es irgendwas Interessantes, Wertvolles geben? So, Flampion. Keine Ahnung, von welchem Typ der ist. Setz einfach mal Rückkehr ein. Ja, das ist doch schon mal gut. Jonas wehrt die Attacke ab. Wunderbar. So. Tschüss. Könnte von Typ Feuer sein, weil der so einen Feuerkörper hat. War so richtig dann auch nicht. Alter, wie viele Leute gibt's denn da?
ordentliche Kämpfe. Das ist ja nicht schlecht. Toxipad. Das ist eigentlich eher nicht so gut gegen Jonas, aber er kriegt das hin. Weil Gift und Käfer beides effektiv gegen Jonas. Aber Toxipad ist an sich halt nicht stark. Und hätten wir jetzt sie gewechselt, hätten wir noch mehr Schaden kassiert. War zwar jetzt ein Volltreffer, aber naja. Och nee. Och nee. Ja, wechseln wir kurz zu René rüber. Kommt sowieso ein Granovil, da ist eine Kampfattacke. Ich glaube, sehr effektiv. Und das eben springt dann sowieso Level 26 raus. So, was mir gerade einfällt. Vor diesem Part wollte ich eigentlich nachschauen oder halt den ersten Part mal hochladen, um zu sehen, ob dann irgendwelche Probleme mit Copyright sind. Hatte ich ja im letzten Part erzählt, dass ich da ein paar Probleme hatte. Habe ich komplett vergessen. Sollte ich vielleicht dann nach diesem Part mal nachholen. Weil ich habe heute auch nicht mehr ganz so viel Zeit. Wie spät haben wir es? Ja, gut. Vielleicht werde ich heute noch dann einen Part aufnehmen, aber ja, dann auch nicht mehr. So, ein Sternstaub. Damit kriegt man auf jeden Fall Geld. Gibt es noch zwei Trainer. Wenn ich das klug einstelle, vielleicht einen Doppelkampf? Aber nee. Nee, hat leider nichts. Wurde auch nicht so einprogrammiert, dass man hier dann einen Doppelkampf macht. Ich hatte schon Bock drauf gehabt, weil ich mag Doppelkämpfe. Ach, ich... Jonas ist doch noch vergiftet, Mann. Ich... Simbatz. Muss ich jetzt leider wechseln. Obwohl Flug auf René auch, glaube ich, sehr effektiv. Obwohl wegen dem Stahltyp dann wiederum normal effektiv. Glaube, so war das. Ach, kommt eh nur Ruckzuckhieb. Das ist nicht sehr effektiv. So, dann machen wir mal Rückkehr. Ah, greif ruhig an. Mit deinem süßen Ruckzuckhieb. Oh, das ist der Part. Ey, nee. Das ist der Part mit wenig KP. So, tschüss. Und gleich werden wir erstmal kurz die Vergiftung bei Jonas heilen, weil ich habe darauf dann ehrlich gesagt auch gar keinen Bock mit Vergiftung hier weiter zu kämpfen. Boah, eigentlich greift der links mich hier jetzt nicht an. So. Haben wir noch einen Giftheiler? Nee. Wir haben nur ein Stratus-Eis. Na gut, dann müssen wir das wohl einsetzen. Habe jetzt keinen Bock nochmal zum Poké-Center zurückzurennen. Das ist, glaube ich, hier der letzte Trainer in der Ecke. Der könnte auch ein bisschen stärker sein, weil jetzt hier mit dem Bike. Zwei Pokémon. Zubat. Auch wieder so ein Pokémon, welches zwei Stärken gegen uns hat. Rückkehr. Aber Zubat ist an sich nicht stark. Wäre es jetzt schon Golbat oder so, dann sieht es anders aus. Aber so. Das sieht von unserer Seite halt schmackhaft aus. So, Praktibalk. Dann Praktibalk. Wechsel mal sicherheitshalber zu René. Ich glaube, ich weiß so ungefähr, was das für ein Pokémon ist. Gut, dann wiederum, wenn ich weiß, was das ist. Okay, ja, so eine Art hatte ich das in Erinnerung. Aber es war vielleicht dann doch nicht so klug, weil ich muss halt bedenken, dass Kampfattacken auf René jetzt sehr effektiv sind wegen den Stahltypen. Weil er setzt nur Geduld ein. Das bringt ihn nichts, weil wir ihn innerhalb von weniger als drei Runden besiegen. Wenn man ihn nicht so schnell besiegt, dann hätte das Praktibalk mit der doppelten Stärke, was er erlitten hat in den drei Runden, angegriffen. Das wäre fatal gewesen. So. Eine Griffklaue, okay. Wir finden hier schön viele Items. Oh, da kommt auf jeden Fall ein Doppelkampf. Tage. Ist die Frage, ist da hinten noch irgendwas? Ich glaube nicht. Obwohl, doch, 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 da ist irgendwas. Oh ne, so viel will ich nicht haben. Unrat Tyxtox. Allein der Name schon. Oder Tytox, nicht Tyxtox. Muss doch irgendwas sein. Nee? Dann nicht. Och man.
Ja, in diesem Part werden wir leider noch nicht zur Eingangspassage kommen, weil das hier in der Ecke mehr ist als gedacht. Ich dachte, hier gibt es nur ein, zwei Trainer und dann war's das, aber es kommt ja jetzt noch mehr. Wenn man da eben hingesehen hat. Och, ey! Das ist wilde Pokémon. Wenn hier wenigstens schon ein Teammitglied wäre, dann wäre es ja nicht so schlimm, aber. Hier ist ja noch keins. So, da gibt's einen Doppelkampf. Doppelkämpfe habe ich ja gewünscht. Hier kommt er auch. So, gegen welche zwei Pokémon? Natürlich können wir nur mit René und Jonas kämpfen, ist ja klar. Wir haben noch keine anderen Teammitglieder. Oh, ist ja süß, eine Rocker und dann kommen hier diesen Pokémon. Okay, dann setzen wir Rückkehr auf Lilmin, was weiß ich, und nochmal Rückkehr ein. Also ob wir schon eins besiegen können mit einer Attacke. Ja, wunderbar. Volltreffer. Wunderbar, René. Ja gut, dann greift der Jonas automatisch das andere Pokémon an. Baumwollsaat, okay. Macht das? Ui. Ui. Gut, die haben gar keine Chance. Ich weiß nicht, warum die so eine Lampen-Pokémon haben, aber. Ja, ich habe halt jetzt mit Pokémon gerechnet hier. Mega krass halt. Aber nö. So, ist hier hinten dann noch was? Hier geht's dann lang. Hier muss doch irgendwas sein. Wir setzen mal kurz das Itemradar ein. Da drüben ist doch noch was. Da gehe ich jetzt nicht nochmal hin. Kann man da unten hin? Weiß ich nicht, wie man da unten hinkommt. Ich glaube, da waren wir so schon. Kann das sein? So, jetzt. Hier unten ist noch irgendwie ein Item. Ach, da gehe ich jetzt auch nicht hin. Mein Ziel ist es ja auch nicht, jeden Gang hier abzuklappern. Nach jedem Item zu suchen. Wir sind gerade die versteckten Item. Darauf habe ich dann eher weniger Lust. So, du willst hier kämpfen? Nee. Der alte Palast versinkt langsam im Sand. Alles da sind auch die Erinnerungen an ihn für immer verschwunden. Hier über ist eine Straße mit LKWs und so. Das ist ja cool. Hier ist die Einklangspassage, glaube ich. Nee, Wüstenresort. Okay. Ja. Wüstenresort? Wäre hier falsch? Okay, da geht's. Okay. Ich möchte erstmal zur Einklangspassage. Nicht hier wie es nur so. Wo ist denn die Einklangspassage? Hier geht's dann. Hast du irgendwas zu sagen? Auch Gebiete mit Ruinen werden inzwischen urbar sein. Ob das wohl mit die Geschichte Neuschrein gemeint ist? Weiß ich nicht. Ja, hier ist sie. Da wollen wir hin. Denn da gibt es. Ist das die Einklangspassage? Und wer ist das? Hm, was mache ich nur? Ich kann das doch niemals alleine bewältigen. Hey, du da! Willkommen in der Eingangspassage. Das ist sie. Naja, wie du sehen kannst, ist hier momentan noch nichts los. Bisher ist das hier also noch nichts weiter als eine normale Straße. Ups, wo habe ich denn nur meine Manieren? Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Sehr erfreut, ich bin der Besitzer der Eingangspassage. Mein Traum ist es, auf der ganzen Welt lebendige Städte zu errichten, die nur so vor Geschäftigkeit sprühen. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich niemanden habe, der diese Passage hier für mich verwaltet. Moment mal, ich habe die Idee. Du bist ein Trainer und kommst viel herum, nicht wahr? Jemand wie dir, der auf seinen Reisen vielen Menschen begegnet, könnte ich diese Aufgabe wohl gut anvertrauen. Na, was sagst du? Würdest du das nicht gerne mal versuchen wollen? Eigentlich nicht, aber ich sag mal ja. Vielen Dank. Also gut, dann sag mir doch mal, was du so für ein Mensch bist. Hast du irgendeinen Lieblingsspruch? Der ich kack. Ah, sowas, so eine Scheiße. Die Worte, die du gleich angeben wirst, können über die Drahtlosfunktion zu anderen Spielen übertragen werden. Okay. Keine Ahnung. Das passt gar nicht rein. Lol. Was geht?
Nee, hier. Mann. Vorzeichen kriegen wir nicht mehr hin, aber das passt schon. Versteht, toller Spruch. Was sagst du dazu? Und was sagst du gerne, wenn du ein. Oh. Ey, ist das jetzt euer Ernst? Sagen wir einfach hier jetzt. Wow. Ich habe irgendwas mit Begeisterung war. Du musst das unbedingt übernehmen. Entweder du oder keiner. Chef, es wird langsam Zeit für den nächsten Termin. Ach ja, den hätte ich fast vergessen. Meine lieben Assistenten, ihr habt gehört, was Sache ist. Ich überlasse alles weiterum euren Feelingen. Ich muss da mal los. Jawohl, seien Sie ganz unbesorgt. Eine gute Reise. Gut. Sehr freut, dich kennenzulernen. Wie sollen wir denn dich denn ansprechen? Och man! Ich bin der Doktor aus Doctor Who. Doc. Boah. Doktor, du bist hier mit nun im vollen Umfang verantwortlich für diese Passage. Noch herrscht hier nur gehende Leere, aber wir bitten dich, dass du aus dieser Straße eine belebte Passage machst. Ein Ort der Begegnung, an dem viele Menschen begeistert ein- und ausgehen. Ich werde dir gleich erklären, wie du die Passage wachsen und gedeihen lassen kannst. Sprich mich einfach an, wenn du soweit bist. Ja, und ich hoffe mal, hier kann man dann auch gegen Pokémon kämpfen, weil das sieht nicht danach aus. Geh schon mal zu... Das ist hier die eigentlich? Naja, es ist Rayo. Hä? Hier kann man doch... Mit Angel? Hier soll man Pokémon fangen können. Ich schau mir das da nochmal genauer an. Oder was ist hier? Nee. Ja gut, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielleicht sind wir dann schon der Lösung. Ein Stückchen näher. Bis dahin und bye bye.